Herzlich willkommen zu einer neuen Abendausgabe von John Gossens Daily DAX heute am Mittwoch, dem 18. April 2018. Wir blicken auf den heutigen Handelstag zurück. Tja, dieser ging relativ unspektakulär, muss man ganz ehrlich sagen, zu Ende. Der deutsche Aktienex gewann heute auf Xetra 5 mickrige Pünktchen und beendete somit den Handel mit 12.590 Punkten. Aber er war schon deutlich positiver unterwegs, nämlich in der Spitze bei 12.640. Man näherte sich somit bis auf 20 Punkte der sogenannten 200-Tage-Linie, einem weiterhin sehr, sehr relevanten Kurswiderstand. Darüber liegend auch unverändert 12.47. Das hier ist jetzt diese Zone, um die es geht. Kann der DAX nachhaltig ausbrechen, wäre das eben ein sehr positives Signal. Gelingt das hingegen nicht, muss eben davon ausgegangen werden, dass es in den nächsten Wochen möglicherweise nochmal zu einem deutlichen Rücksetzer kommt in Richtung der Marke von ca. 12.000 Punkten. Dann noch der Blick auf die Bayer-Aktie. Wie sieht es hier seitens der Charttechnik aus? Nun gut, wenn man sich auch hier die derzeitige Konstellation anschaut, so fällt natürlich zum einen zunächst einmal auf, dass sich die Bayer-Aktie weiterhin unterhalb einer sehr, sehr ehemaligen relevanten Unterstützungszone befindet bei ca. eben 104 Euro. Denn genau diese Zone ist natürlich jetzt hier ein prägnanter Kurswiderstand. Und bislang ist es eben der Aktie nicht einmal gelungen, sich in dieser Region wiederum vorzukämpfen, und das sollte man auch weiterhin im Hinterkopf behalten. Gleichzeitig alle Trends seitens der übergeordneten Korrektur sind hier noch intakt. Also was die Bayer-Aktie angeht, sieht das derzeit noch deutlich schlechter aus als beim DAX selbst. Denn hier ist noch alles ganz klar im Rahmen einer technischen Gegenreaktion nur einzustufen. Das heißt, Trendwende leider nein. In diesem Sinne, einen schönen Abend nun und bis morgen früh. Dann wieder der Blick auf die amerikanische Wall Street.